Wir sind am Hafen von Haven City. Willkommen zurück zu Jack 2 Renegade. Wir müssen eine Fracht zerstören. Unter anderem, wir müssen auch noch zum Schatten zurück, aber wir sind gerade auf der komplett anderen Seite, deswegen Fracht zerstören. Ich habe noch... Ihr seid Fracht oder wie? Also ihr seid auf jeden Fall Punkte. Also offenbar ja. Ich weiß nur nicht wie. Ob ich die wirklich einfach nur beballern muss oder anderes. Und ich hoffe, die alle bemerken mich nicht zu schnell. Das war schon mal gut. Oh shit, und jetzt geht ein Zeitlimit los. Ach du Scheiße. Also so viel Zeit, wie ich mir beim ersten hier schon gelassen habe, kann das lustig werden. 16 Stück sind es jetzt noch. Wobei, die kann man auch doch eigentlich aus der Entfernung durchaus treffen, wenn man Glück hat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Kann ich noch irgendwie ziehen? Ach, ich kann tatsächlich auch zielen. Okay. Ja, das dachte ich mir. Ach, das ist jetzt scheiße. Es ist dezent scheiße. Ich hab doch eigentlich verkackt, oder? Ich kann doch neu starten. Warte, ich kann die Mission ja neu starten. Das ist ja eigentlich ganz praktisch. Und genau das brauche ich gerade. Auch leider habe ich dann weniger Munition, aber nun gut. Ich weiß auch nicht, ob die schnellen Schüsse hier dafür gut sind. Aber die werde ich jetzt einfach mal vorrangig verwenden, weil die bisher noch keinen Sinn gemacht haben. Und ich fahre einfach mal direkt eine Wache über den Haufen und werde direkt gesucht. Geil. So stelle ich mir das vor. Das sind doch gar nicht die schnellen, stell ich fest. Das hier sind die schnellen. Mein Gott. So, ja, es ist hier noch ein bisschen hell. Nein, ich wollte schon... Mit welcher Taste schieße ich denn sonst? Oder muss ich mit denen schießen? Naja. Gut, ich schieße jetzt mal mit denen. Also mit dem gelben Zeugs hier. Okay. Da war irgendwie gerade ein Soundaussetzer bei mir. Von der Geschwindigkeit her passt das, glaube ich. Was ich hier gerade mache, also von der Zeit her. Aber das sind doch mehr als 13. Ach so, ich dachte 13 von diesen Dingern hier noch. Nein, 13 von diesen, was auch immer das hier sind, diese Kontrolltürme da. Ach du Scheiße, ja okay, das kann dauern. Und vor allem habe ich gleich keine Muni mehr. Super. Ach du Scheiße, so nah darf ich eigentlich nicht dran. Wie schieße ich? Ach so, ich habe keine Munition mehr damit. Ach so, ja geil. Ja, dann wird das jetzt extra scheiße. Weil ich muss mit den Dingern ja schon extremst nah ran, damit die treffen. Ist das alles kaputt? Ja, okay. Ach du Scheiße. Okay, dann wird das Zeitlimit auch doch sehr eng. Ich dachte, das wäre großzügiger. Und oben sind offenbar auch noch welche. Ach du Scheiße. Ja gut, ich glaube, ich muss gleich erstmal farmen gehen. Wo ist denn hier was? Oder bin ich los? Die markieren mir doch was. Oder ich glaube, die markieren mir alles, oder? Ja, ach. Das ist auch dumm. Warum markieren die mir denn alles, auch wenn ich die schon erledigt habe? Das finde ich ein bisschen dreist, ehrlich gesagt. Ja, kriege ich auch irgendwie nochmal Munition zurück? Ich glaube, ich fahre gleich erstmal zum Schatten zurück, ganz ehrlich. Ah, stimmt, ich muss auch eigentlich nur einmal anstupsen hier, so, dann... Könnte das theoretisch per Kettenreaktion, theoretisch, funktionieren. Praktisch, naja. Gut, hier. War jetzt auch vielleicht ein bisschen blöd. Ach komm, ich fahre gegen so eine verfickte Mine und dann dodge ich da einmal ganz minimal gegen... Warte mal. Kann ich die vielleicht auch irgendwie so... Da bin ich wahrscheinlich schnell tot, oder? Na, wobei. Wenn ich das richtig anstelle. Theoretisch. Ach du Scheiße, was sind Drecksmissionen? Ja, Mission gescheitert. Kriege ich jetzt vielleicht irgendwie... Also das ist halt so auch meine Frage. Wo kriege ich eigentlich Munition her, so ohne weiteres? Oder muss ich mir die jetzt irgendwie farmen? Also, ach guck mal. Nee, wobei. Nee, die sind beide leer. Okay. Ja, dann muss ich jetzt erstmal ins Munitionslager und hoffen, dass ich da halt was bekomme. Gehen wir wieder ein bisschen vom Mikro weg. Weil ich gerade sonst keine Ahnung habe, wie ich schneller Munition komme, sondern ich glaube, das wird eine ziemliche Drecksaufgabe, doch. Es wird auf jeden Fall keine, die ich besonders gut kann. Wo ist denn das hier? War das nicht hier irgendwo? Irgendwo? Nicht? Ach, scheiße. Wo ist der Mist denn? Der wird mir jetzt halt nicht mehr markiert, leider. Guck mal, da ist doch ein... Ach so, das ist ein Schiff, was da markiert wird. Nee, ja, doch, es ist das Schiff, was, glaube ich, markiert wird, aber... Ist das nicht hier, wo ich... Oder komme ich da jetzt nicht mehr hin gerade? Ah, wo ist die Scheiße denn gewesen? Ach komm. Ich glaube, hier ist doch sonst auch gar nicht so frei rumliegend, oder? Ich fahre jetzt hier mal überall ein bisschen liegender lang. Oder kommt das jetzt doch noch? Aber hier war doch schon die Verfolgerkacke, oder? Ja, genau. Oder war das hier? Hier ist irgendwas. Kann ich hier schon was machen? Nee.
Hier ist jetzt neues Gebiet, da war ich noch gar nicht. Oder? Ich guck mich jetzt hier um. Was soll ich auch sonst machen? Ja, zurück zum Schatten, ganz ehrlich, weil... Diese Mission? Ja, weiß ich jetzt nicht. Hier ist, glaube ich, einfach eine Sackgasse. Ich fände es halt einfach super, wenn man sich porten könnte. Ich meine, was soll der Rotz? Aber weißt du was? Ich, guck einfach mal, wie weit ich jetzt hier mit dem Brett komme. Wahrscheinlich gar nicht, weil ja vor allem nicht in der Ecke. Kann ich mir das hier snacken? Wäre lustig. Ich glaube nicht. Aber ich gucke einfach mal, was passiert, wenn ich hier so ein bisschen... Ich kann einfach gegen die fahren, lol. Ich dachte, die explodieren dann halt komplett, aber nö. Gar nicht. Okay, dann ist das wohl der Weg, wie man es machen soll, oder? Wenn man halt gut ausweicht dann noch. Das habe ich jetzt zum Beispiel nicht geschafft. Okay, das sind jetzt hier so zwei Vierergruppen. Ja, okay, man müsste schon ein bisschen schneller ausweichen, wie ich feststelle. Weil die explodieren halt doch schon recht schnell. Ich meine, klar, es sind halt so Minendinger. Wäre halt auch kacke, wenn die überhaupt nicht, also... An sich so für die Waffe an sich wäre das halt kacke, wenn die überhaupt nicht schon explodieren. Ja, das wollte ich gerade sagen, kann ich schon wieder vergessen, aber nö, das hat noch geklappt. Ob das jetzt mit der Schnelligkeit her passt oder nicht, das kann ich nicht sagen. Beide? Nein, einer? Okay. Ah, nee, also ich glaube, die Geschwindigkeit ist zu langsam. Wenn ich das hier so sehe. Aber ich kann doch nicht meine ganze Munition darauf verwenden. Also doch, muss ich, glaube ich. Komm, das kannst du voll vergessen. Abgesehen jetzt von der Gesundheit. Ne? Abgesehen von der Gesundheit. Das funktioniert so nicht. Ich habe auch gerade vergessen, wie ich andere Stunts mache. So irgendwie, ja. Aber ich fahre auch gerade wieder immer dieselbe Route und alles und hier hinten war ich auch schon mal, ne? Ah, ich finde das kacke, dass sie mir nicht markieren, wenn ich was abgeschlossen habe. Weil, warum? Also, wäre doch toll zu wissen mal, was ich geschafft habe und was nicht. Oder? Was meint ihr? Ich hoffe, dass die explodieren einfach alle. Das wäre super. Hier haben wir noch ganz viele. Hallo. Wollt ihr mal genau explodieren? Ja, scheiße. Ja, ich bin auch tot. Es ist eine scheiß Mission. Ich weiß nämlich noch nicht ganz, wie ich die angehen soll. Deswegen fahren wir jetzt erstmal schön zurück, weil ich habe halt keine Muni mehr. Und ich habe hier offenbar keine Möglichkeit, ohne weiteres mal was zu bekommen. Das heißt, wir fahren jetzt einfach mal zurück zum Torn und gucken mal, was passiert. Ja, stimmt. Hier, der Weg ist jetzt auch frei mittlerweile. Dann fahren wir doch einfach mal da lang und ich folge schön der Map. Aber minimal salty bin ich jetzt schon, weil... Ah, nee. Es ist halt die Kacke, wenn so Munition nicht wieder hergestellt wird nach so einem Fehlversuch. Das ist immer richtig beschissen, weil am Anfang kennst du die Mission dann ja meistens noch gar nicht und musst es dann halt irgendwie am besten im First Try schaffen, weil sonst darfst du es nur wieder farmen. Und das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wo ich hier farmen kann. Wo kriege ich Munition her? Problemlos. Oder überhaupt. Es gibt ja auch nicht mal irgendwie eine Währung, einen Shop oder sowas. Ich habe einfach keine Ahnung, wo ich Munition herkriege gerade. Und diese komische Schießanlage, da finde ich nicht mehr. Ich habe zwar das Gefühl, man müsste sie noch betreten können, aber keine Ahnung. Es öffnet sich auf jeden Fall nichts, wo ich gerade lang gelaufen bin. Es ist nicht schön. So gar nicht. Ja, beschießt mich ruhig wieder, ihr lustigen Vögel. Und ja, ich bin offenbar wieder falsch geflogen. Wann gibt's endlich Quick Travel hier? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Weil die Haven City so mögen. Supi. Hä, was? Was? Jetzt schickt er mich doch komplett woanders lang, oder was? Das ist so ein Affe, ey. Da hätte ich ja gleich... Weißt du, wenn du mal nicht die Wege fährst, die du schon kennst. Wo führt der mich lang, der Sack? Ja, das Spiel macht gerade unendlich viel Spaß. Wirklich. Also, wow, ich könnte nicht mehr Spaß haben. Wo führt der mich denn? Ich komm doch daher! Ach. Ah, oh, fuck, sorry. Ich habe gerade die ganze Zeit den grünen Punkt verfolgt. Hau doch mal ab, Kollege. Jetzt provoziere mich nicht noch mehr. Ja, okay. Okay. Man merkt vielleicht, dass ich auch etwa eine Woche wieder nicht gespielt habe. Ich hatte zum Glück viel Puffer und alles, aber ich habe mich eher auf Website und andere Sachen konzentriert. Und fahr doch mal aus dem Weg, Oma. Meine Fresse, ey. Ja, ich bin gleich auch schon wieder tot mit meinem Gerüst hier. Spitze. Nee, ich habe gerade einfach die ganze Zeit auf den Punkt geachtet. Komm, gib mir mal den anderen. Na.
Dann halt nicht. Warum nehme ich hier gerade überhaupt diesen Part auf? Der ist einfach kompletter Schmutz. Wirklich, dieser Part ist kompletter Schmutz schon wieder. Und ich habe mich einfach total von diesem scheiß leuchtenden Punkt da irritieren lassen. Und fahrt doch nicht immer in mich rein, ihr Bastard, ehrlich. Es ist doch unglaublich. Alter. Ich war einfach schon so auf dem halben Weg dahin und der Punkt hat mich einfach komplett... Ja. Was soll ich dazu noch sagen? Ich hoffe einfach nur, dass ich eine angenehme Mission hier bekomme, aber ich wette nein, weil das Spiel wird ja mal beschissener wahrscheinlich. Und wir sind gerade bei 40%. Yay. Ja, ja, die verfolgen mich schon wieder, die Assis. Geil. Habe ich Bock drauf. Oh, der ist ja schon hier. Der Weg ist tatsächlich deutlich schneller. Oder kommt es zumindest, kommt mir zumindest so vor. Und hier ist Munition. Ich glaub's ja nicht. Das ist ja fantastisch. Hallo, du Sack. Ich möchte, dass ihr Jungs das Kind zur Kur am Kraftwerk bringt. Er hat versprochen, auf den Jungen aufzupassen und ich habe wirklich keine Zeit, den Babysitter zu spielen. Oh, und nehmt den Krokohund von dem Jungen mit. Oh, ist er nicht süß. Was ist mit dem Kind? Ich habe ihn in den Straßen aufgegabelt, aber das Amulett um seinen Hals könnte bedeuten, dass er der verschollene Erbe der Stadt ist. Bringt ihn und den Köter zum Kraftwerk und passt auf die Patrouillen auf und beschützt das Kind mit allen Mitteln. Oh, und falls euch der Krokohund weglaufen sollte... Hey, Kleiner! Warte! Komm zurück! Wir müssen ihn schützen! Tolle Soundabmischung. Geil, nochmal Escort hier und diesmal sogar ein kleines Pisskind. Geil! Sowas mache ich am liebsten, weißt du? Sehr unsympathische Charaktere hier carryen. Super. Habe ich richtig Bock drauf. Vor allem, weil ich kaum Munition habe. Yay, ich habe richtig Lust. Ah. Welcher Entwickler dachte sich so, ach geil, wir haben schon ein paar Drecksmissionen eingebaut. Ja komm, noch mehr Drecksmissionen. Geil, der Spieler muss leiden, nachdem er so einen schönen ersten Teil hatte. Ja, ich glaube, das denken die sich hier gerade. Er schießt den ruhig. Das ist ein kleines Pissbalk hier. Ich will den nicht. Der ist hässlich. Er schießt ihn bitte. Komm, tu es einfach. Dann sind wir alle glücklich. Keine Ahnung. Erben hin oder her. Erben kann jeder. Ah, mein Gott. Ich bin auch gerade, auch wegen der anderen Mission vor allem, sehr geizig, was Munition angeht. Warum läufst du nicht einfach weiter, Kollege? Folgt mir doch. Ja, natürlich. Hat mir jetzt die Hälfte abgezogen oder habe ich schon wieder irgendwo was verloren vorhin? Ich habe keine Ahnung. So, langsam reicht's mir hier. Jetzt kommt die rote Munition zum Einsatz. Ihr könnt mich alle mal. Rot habe ich sowieso meistens genug. Kannst du mal ein bisschen schneller laufen, du Pisskind, echt. Ja, super, ich bin gleich tot. Lauf, du Bastard, mein Gott. Man merkt, dass ich nicht gut auf Kinder zu sprechen bin. Nein, ach, minimal. Minimal. Wegen dem Kind bin ich jetzt tot. Super. Spitze. Sehr sympathisch. Ach, da, ich habe keinen Bock auf die Drecksmission. Jetzt muss ich wieder mit dem Affen hier sprechen. Super, komm. Hey, Kleiner, warte, komm zurück. Wir müssen ihn schützen. Hey, warte, Kleiner, komm zurück. Und dann läuft er hier so in... Zentimeter Geschwindigkeit. Ja, Zentimeter sind mittlerweile Geschwindigkeit. Nee, aber der läuft so, dass man es tatsächlich in Zentimeter pro Stunde misst und nicht in Kilometer. Ich meine, gut, sonst wäre der auch schon deutlich schneller tot. Das stimmt auch. Aber nee. Ich hätte dann doch lieber, dass er sich ein bisschen schneller fortbewegt, dann könnte die Mission nämlich auch schneller vorbei sein. Ich habe keine Ahnung, was diese blauen Dinger sind. Ist das jetzt auch die Munition für die blauen Dinger oder... Ich glaube schon, ne? So selten benutzt und gefunden und alles. Und warum halten die mal zwei von den Dingern aus? Finde ich nicht gut. Aber ja, bei der Mission bekomme ich auf jeden Fall wieder gut Munition. Das ist erfreulich. Weg. Warum wollt ihr überhaupt ein unschuldiges Kind töten? Ich meine, gut, das ist der Erbe des Barons oder so ein Quatsch. Angeblich, wie wir gerade gehört haben. Oder zumindest der Stadt irgendwie. Keine Ahnung. Ist mir auch relativ egal. Leider ist der Typ wichtig. So, hier, ich wollte gerade sagen, hier sind mir doch gerade welche in den Rücken gefallen, die mich einfach getötet haben. Ist das jetzt hier das Ziel oder was? Oder ist das quasi der Anfang gewesen und jetzt dürfen wir rumgurken und richtig loslegen? Ja, das scheint so zu sein. Wo muss ich hin? Aber das ist jetzt schon der grüne Punkt, ja? Oder nicht? Ich hoffe mal. Vielleicht ist es auch quasi gleich, das gleiche Ziel. Ich fahre erstmal den falschen Weg lang. Super. Weil mir das ja auch super angezeigt wird. Ich weiß nicht, ob ich jetzt drehen soll. Ich versuche mal hier lang zu fahren. Vielleicht ist das ja auch... Hier führt ja eigentlich alles nach Rom.
Ob Rom gut ist, ist die andere Frage. Ja, naja, es war schon ein schöner Umweg eigentlich und wir sind tot. Ja, geil. Super. Ich liebe diese Mission. Boah, das Spiel macht so viel Spaß. Jetzt könnte ich schon wieder den Controller beißen und einfach keinen Bock mehr haben. Also keinen Bock mehr haben habe ich schon, aber... Ah. Hey, Kleiner! Warte! Hey, Kleiner! Warte! Am Arsch, echt. Entweder der kommt oder der kommt nicht. So. Und entweder der haut ab oder der haut nicht ab. Ich mache hier mein Ding und vielleicht überlebt er. Leider funktioniert die Mission so nicht, ich fände es aber super. Ah, eskortiert und von A nach B bringen. Ja gut, zugegeben, aus viel anderem besteht das Spiel ja auch schon fast gar nicht. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt gerade. Aber die anderen Missionen, aus denen das Spiel sonst so besteht, die fand ich schon mal deutlich sympathischer und besser. Es ist keine Überraschung, glaube ich. Aber egal, ich nehme jetzt hier mal ein bisschen Munition mit überall und bin gleich sowieso wieder tot. Was habe ich denn noch so von dem anderen Zeug? Da habe ich jetzt volles Zeug mittlerweile. Dafür bin ich gleich auch schon wieder tot. Weg, 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 weg. Ich brauche mal wieder dieses rote. Diese rote Munition, aber ist leider gerade ein bisschen zu weit weg alles. Ich muss ja leider den Bengel verfolgen. Oder beschützen, besser gesagt. So, jetzt du hier hinten, aber ohne mich zu treffen, bitte. So. Den roten habe ich mir jetzt mal gegönnt. So, ich habe noch 2 Energiepunkte. Gut, ne? Aber ich meine, wenn das Schiff crasht, sind wir eh am Arsch. Insofern. So. Jetzt müssen wir nach da, ne? Oder nee, oder nicht? Doch nicht? Nee. Hier war es schon erstmal richtig, aber dann links bleiben. Fahrt mir doch nicht immer in die Parade hier. Weicht doch besser aus, ja. Es ist leichter gesagt als getan und da hat einfach jemand mal einen Zivilisten so komplett runtergeholt hier. Nicht schlecht. Ah. Warum müssen Gegner im Spiel immer so böse sein und so assi und aggressiv? Kann es nicht mal nette Villains geben? Warum nicht? Ich meine, gut, Cortex ist irgendwie lieblich verpeilt. So. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo er hin wollte, dann könnte ich ja ungefähr abschätzen, vielleicht wie lange das dauert, beziehungsweise wie weit das weg ist. Aber hier etwa? Oh. Hier schon? Wäre natürlich fantastisch, wenn er denn bremsen würde. Sind wir jetzt hier fertig oder nicht? Oder? Ach so. Jetzt dürfen wir wieder zu Fuß weiterjagen hier. Super. Da habe ich ja Bock drauf. Hallo. Na, ich will nicht mehr. Wie höre ich nochmal auf mit dem Board? Wie höre ich auf mit dem Board? Ich schaffe es nicht. Das ist doch nur ein Kind. Ich wollte nicht mit dem Board fahren und er hat es... okay. Ich muss gerade erstmal wieder rausfinden, wie ich ohne das Board fahre. Ich habe richtig, also ohne das Board, wie ich vom Board absteige. So. Mit R1 aktiviere ich den Scheiß, ne? Nee. Das war schon mal falsch. Super. Ich habe unser Schiff schon mal komplett kaputt gemacht. Mit welcher Taste starte ich denn das Board noch gleich? Mit R2. Okay, und so packe ich es auch weg. Ich habe gerade die ganze Zeit an R1. Ja, okay. Ja, okay, supi. Ich glaube, der muss auch da zu dem... Ja, halt einfach das Maul, Jack, bitte. Halt einfach dein Maul. Ich glaube, da oben zu dem Kollegen müssen wir hin, oder? Der aus dem anderen lustigen Dimensionsding. Und wenn ja, dann waren wir auch schon fast da. Und dann ist das auch nur halb so wild alles. Aber wenn es hier noch 5 Minuten weitergeht, da hätte ich jetzt echt keine Lust mehr. Ich meine, gut, ich kann nichts machen, wenn ich das Spiel durchspielen will. Demotiviert dann aber, wenn ich noch irgendwie Sachen erstmal im zweiten oder dritten Run oder was weiß ich finden könnte. Das dann zu machen, da... Das müsste ich mir dann bei sowas nochmal überlegen. Er wird ja schon mal irgendwie... okay, der hat einfach keinen Bock zu laufen, der faule Sack. Der guckt sich erstmal alles schön aus der Umgebung an, aus der Entfernung an, besser gesagt, und... lässt mich leiden. Super. Sympathisch, solche Kinder. Sehr sympathisch. Toller Moralkompass. Ah, Mann. Hau ab. Nicht mich verletzen. Ich meine, hätte ich noch Energiepunkte gehabt übrig... dann wäre das auch vorhin okay gegangen, aber hatte ich halt leider nicht mehr. Der wird von dem Zivi aufgehalten, schön. Haut doch mal wieder ab. Abstand, so. Es war so klar, dass der Spacko das schon wieder... Ich bin nur ein bisschen aggro. Minimal. Ja komm, Alter. Hey, Kleiner, warte, komm zurück. Wir müssen ihn schützen. Wir müssen ihn schützen. Oh, dann zieh ihm Kondom über, ehrlich. Wir hätten seine Eltern auch mal machen sollen. Wäre mir jetzt deutlich mehr Leid erspart worden. Ah.
Nee, aber ja, das war definitiv auch wieder so eine Sache, ne? Eine Woche nicht gespielt und natürlich habe ich dann wieder verlernt. Vor allem die letzte Mission war ja ein Hover-Gedöns, ne? Mit dem Hoverboard. Da muss ich das ja gewusst haben, aber ja, jetzt halt wieder absolut alles verlernt. Und das wurde mir jetzt mal wieder zum Verhängnis und sonst wäre die Mission wahrscheinlich hier drum gewesen. Jetzt komm doch, leck mich doch am Arsch, ich stehe doch gar nicht so nah. Der scheiß Blitzkrieger da. Hau ab. Hör auf, nach dem Pisser zu schreien, ehrlich. Hau ab. Hau ab. Meine Güte. Ja, ich wollte schon sagen, wenn er mich jetzt nochmal erwischt hätte hier. Hau ab. Haut ab. So, du auch weg und du da hinten vor allem auch, du Pisser, wo immer der herkommt. Ja, okay, das war ein Zivi, egal. Oh, hier ist gar keiner mehr. Ja, schön, umso besser. Komm, lauf einfach. Boah, der ist so langsam. Mein Gott. Du wirst bestimmt als letzter gewählt, ey. Ah. Super, erstmal wieder den falschen Weg langfahren hier. Supi, hab richtig Bock. Ich will nicht mehr. Nein, ah. Ich kann aber auch gerade überhaupt nicht die Karte lesen, ne? Ich bin da doch ein bisschen zu aufgebracht für. Warum muss in der Stadt auch alles gleich aussehen und 50 mal verwinkelt sein? Warum? Wer baut so eine Scheiße? Wer ist so hirnrissig, ehrlich? Der Architekt gehört verbrannt. Ah, meine Güte. So, da vorne ist es ja schon wieder. Aber ich habe, glaube ich, schon wieder nur noch einen Energiepunkt, ne? Aber diesmal packe ich vielleicht mein Hover-Kack nicht aus und dann haben wir vielleicht eine Chance, das zu schaffen. Wie bremst man jetzt eigentlich? Mit Quadrat oder? Ja, doch, tatsächlich. So, ist das im Kegel genug? Ja. Schön. So, ihr könnt mal alle hier. Komm, lauf mal. Da oben kommt aber noch keiner. Ich will halt nur nicht selber irgendwie abgeschossen werden. Versuch mal hier ein bisschen auf Verdacht zu schießen oder so, keine Ahnung. Guck mal, da vorne. Hallo. Ist da hinten noch einer oder warum? Achso, okay. Hier sind echt noch Gardisten. Ich hab nicht gesehen, dass die gekommen sind. Aber ja gut, der kleine Hurensohn bewegt sich auch in Schneckentempo hier. Endlich, sehe ich auch so. Samus hat gesagt, wir sollen das Kind zu dir bringen. Danke, ich gebe gut auf ihn Acht. Wie rührend. Interessant. Dieser blöde Köter hat außer dem Jungen noch keinen gemocht. Schätze, ich habe einen Draht zu Tieren. Hoffentlich haben wir genug Ecke, um die Metallschädel in Schach zu halten. Im Ödland habe ich ein paar von den größeren gesehen. Furchtbare Kreaturen. Wir haben einmal einen aus einem Riss kommen sehen. War der hässlich. Ich habe wichtige Informationen für euch. Der Baron buddelt an der Ausgrabungsstätte rum. Er sucht immer noch nach diesem lächerlichen Grabmal. Ich glaube ja nicht, dass es existiert, aber geht trotzdem mal hin und stört seine Grabung nur zur Sicherheit. Reißt dort alle seine Gerüste ein. Das sollte ihn zurückwerfen. Hier ist ein Pass für die Luftbahn. Die bringt euch hin. Hauptsache, das Kind kommt nicht mit. Hat Dexter irgendwas Wichtiges jetzt gesagt? No. Okay, was ist denn jetzt offiziell unsere Mission? Also unsere neue, nächste Mission? Zerstöre die Ausrüstung an der Ausgrabungsstätte. Wo ist die? Waren wir das schon mal? Ist das da unten? Scheinbar. Ich hatte sowieso vor, da jetzt wieder hinzufahren. Insofern, ja, Spitze. Trifft sich gut. Ja, okay, das ist das. Okay. Ja, ich wollte jetzt eigentlich eh nochmal die Frachtmission versuchen. Und zwar auch wieder wirklich mit Munition und nicht irgendwie, mit meinem Hoverboard. Ich würde das mit der Munition nochmal versuchen wollen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, mit welcher ich da anfangen soll. Hey, hier ist doch, wo ist der Weg? Oder ist der oben? Oder nee, jetzt bin ich ein bisschen verloren. Nee, da geht's doch durch. Nee, hä? Hä? Wo ist der Weg? Wo ist dieser Weg, der hier eingezeichnet wird, bitte? Hier? Aha, okay. Ist ja nicht so, als wäre ich noch in der Story tausendmal gefahren, oder? Ist ja doch sogar, oder?
Ja, doch, das ist er. Oh Mann. Habe ich gerade echt nicht gefunden, ne? Verdächtiger fliegt nach Sekundengewicht. Nun gut, ich versuche es jetzt einfach mal und guck mal, was bei rumkommt. So. Nein. So. Es läuft schon mal scheiße. Ja, das war jetzt nicht so. Ganz ehrlich, das kannst du doch... Also mit dem Ding kannst du es auf jeden Fall vergessen. Na, vergiss es ehrlich. Ich versuch's nochmal mit dem Hoverboard und wenn das nicht klappt, dann weiß ich auch nicht, ey. Ganz im Ernst. Größte Drecksmission hier, ey. Aber auch nur, weil ich keine Ahnung habe, wie ich das genau approachen soll. So, das müsste es doch... Bitte? Ach so, das hat schon gezählt oder was? Ach, keine Ahnung. Ich blick's nicht, wirklich. Soll ich hier einfach irgendeinen treffen? Ach, oder muss ich die... Ich muss die Dinger auch noch selbst zerstören, ja. Okay. Okay, okay. Und deswegen sind die auch markiert. Ich versteh's. Stimmt, vorhin sind noch mal ein paar explodiert mal. Ach, ja gut. Hätte ich das mal gewusst, ey. Wenn ich jetzt noch die Tricks könnte, dann könnte ich mich auch ein bisschen schneller fortbewegen und alles. Ach Gott, wie dumm, wie dumm, wie dumm, wie dumm und ich bin tot. Das kann's aber doch auch nicht sein, oder? Das kann doch nicht verlangt, also, wenn ich das jetzt, das... Die wollen doch nicht, dass ich hier mit dem Hoverboard, also das glaube ich halt nicht. Wenn ich sehe, wie krass die ja explodieren, also wie schnell die dann doch explodieren. Aber ich stelle, ich bin auch doof. Die muss ich nicht töten. Ich muss wirklich nur die Blauen töten. Der Rest ist eher als Hindernis wirklich. Ja, Niklas. Du bist aber ein ganz cleverer. Ja komm, töte dich mal bitte. Ich krieg's nicht hin, mich zu töten. Wow, so. Mein Gott, jetzt ich verstehe die Mission. Hey, es hat ja auch nur eine halbe Stunde gedauert. Wirklich halt. Ich meine, gut, klar, zwischendurch habe ich andere Missionen gemacht. Die ich auch ganz schnell wieder vergessen möchte. Aber lol. Ja, okay. Jetzt ergibt alles Sinn. So ein bisschen. Ob wir jetzt schnell genug damit sind, wie wir das hier machen, das ist die andere Frage. Wo ist denn hier hinten? Ach du Scheiße, das ist ja wirklich am Arsch der Welt. Ja, stimmt. Ah, ja, 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 gut. Da macht es auch Sinn, dass hier immer unterschiedliche Minen sind, also Anzahl von Minen und unterschiedlich positioniert und alles. Jetzt macht das auch alles Sinn. Ja, 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 okay. Hier haben wir auch noch was und dann müssen wir aber auch wieder irgendwie weiter woanders hin. Kommen wir da drunter durch? Wahrscheinlich nicht, ne? Natürlich nicht. Und er kommt jetzt noch gar nicht mehr weg, wie es aussieht. So, super. Kommt er denn da hoch? Nein. Ja, komm. Leck mich am Sack. Aber ich muss doch irgendwie... Wobei, ich kann ja auch springen, fällt mir auf. Ach ja. Ja, so wird das zeitlich auf jeden Fall nichts, aber... Ey, ich versuche jetzt einfach mal mein Bestes. Ich muss auch erstmal überhaupt mal überleben. Kommt ja auch noch dazu. Aber auch gut zu wissen jetzt, ne, es ist überhaupt kein... Also, dann wird das auch mit dem Hover... Oder, wobei... Vielleicht wäre es ja jetzt dann wirklich schneller, wenn wir das jetzt dann doch mit dem Schiff machen. Ist halt deutlich gefährlicher, aber... Zeitlich definitiv sinnvoller. Ich bräuchte halt auch erstmal eine Route, ne? Die ist nämlich schrecklich. Weil die sind ja eigentlich alle recht dicht beieinander. Also, wenn ich die jetzt hier zum Beispiel sehe... Gibt halt ein paar Ausreißer, aber die hier zum Beispiel... Es hat ja schon was von Crash 3, ne? Von den Jetboard-Leveln. Hat echt was von Hot Coco gerade auch einfach. So ein bisschen gucken, wie man strategisch so die ganzen Kisten holt und so. Gerade in der Zeit-Challenge. Ja, doch. Also da würde ich sagen, spielt man schon ein bisschen Crash Bandicoot-Einfluss. Und mein Gott, also zeittechnisch läuft das ja eigentlich noch echt ganz gut. Auch wenn ich es, glaube ich, nicht schaffe. Wobei, ja, je nachdem, wo die anderen jetzt da hinten noch sind. Na, die scheinen doch etwas weiter weg zu sein. Aber ey, das war doch eine gute Sache jetzt dann. Auch wenn ich da lange rumgeeiert habe. An sich konnte man das gut schaffen. Ja, scheiße. Man sollte sich halt auch nicht zu häufig damit befassen müssen. Aber ja, ich würde auch sagen, das machen wir jetzt direkt nochmal. Weil das sah gut aus. Und dann müssen wir auch keine Munition verschwenden und so einen Scheiß. Ich lehne mich mal wieder ein bisschen gediegener zurück hier. Heißt aber gleichzeitig, wir sollten am besten da hinten bei der anfangen. Oder aufhören, je nachdem. Damit wir hier nicht zu viel Zeit verschwenden, weil das war jetzt halt schon eine große Zeitverschwendung, da erstmal hinzueiern und dann wieder zurückzueiern.
Ich würde einfach mal sagen, wir holen die als erstes und fahren dann halt wirklich so die Koyade. Also allein wenn wir das hier machen, wie ich das gerade vorhab, haben wir da schon eine enorme Zeitersparnis. Also das hier nehmen wir jetzt einfach mal als ersten mit, das ist komplett okay. Und der Rest ergibt sich dann. Ja, das war schon mal super, direkt erstmal Minen aktiviert. Egal, guck mal, wie viel Zeit wir haben. Also selbst wenn wir da wirklich nicht drunter durchkommen, wie ich das auch gerade einplane, ist das überhaupt kein Thema jetzt. Wäre nur schön, wenn ich überleben würde, mein Gott. So. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich die Tricks gemacht habe. So, aber ist das schneller? Ach, I don't know. Naja, wenigstens können wir sie machen, um uns Langeweile zu vertreiben oder so. So wirklich weiß ich nicht mehr, wie es geht. Naja, was soll's. Ich bewege eigentlich immer nur die Kamera hier. Ah, okay. Bin ich gerade auch so gefahren? Nein. Oh shit, da bin ich da hoch, ne? Scheiße. Ja, so viel dazu, super. War jetzt schon wieder eine komplette Verschwendung hier. Scheiße, da bin ich da doch tatsächlich hoch. Ich dachte gerade so, ja, ich bin ja einfach irgendwie gefahren. Ja, schon, aber halt sinnvoll. Ach, kacke, ja. Ja, lol. Und jetzt fahre ich noch mehr Scheiße hier, weil hier ist doch direkt was. Ach ja, super, jetzt habe ich es auch schon wieder verkackt. Das heißt, wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier wieder an der Stelle. Wahrscheinlich. Also es wird jetzt wahrscheinlich in dem Part dann dort nicht mehr klappen. Wobei, es sind nur noch 12 Dinger, ne? Und die sind ja hier in der Gegend zumindest recht nah beieinander. Die, die am weitesten auseinander liegen, haben wir schon. Weil die letzten drei halt noch mal ein bisschen weiter auseinander lagen. Den da, ach so, ich wollte schon sagen, den da hinten habe ich schon wieder vergessen. Nein, habe ich nicht. Die verarschen mich einfach nur wieder. Ja, so semi-erfolgreich hier. Vor allem, wenn ich dann noch, obwohl das Ding frei da steht, drumrum cruise, das ist halt dann schon ein bisschen dumm und schlecht. So, wo sind denn die beiden da drüben? Ach ja, gut. Ja, die sind jetzt viel zu weit weg. Super. Ja, das habe ich jetzt, ja, ach nee, da hätte ich einfach da langfahren können. So, und dann wäre das alles gar kein Ding gewesen. Aber das habe ich irgendwie nicht gepeilt. Hier hätte ich langfahren müssen. Scheiße. Also ich bin doch nicht irgendwo an Land gefahren, sage ich mal. Sondern ich bin hier lang gefahren. Und ich bin... Warum bin ich tot? Leck mich, wir machen das jetzt. Leck mich. Keine Lust. Ach, ich lande wieder hier. Geh mir mal bitte ins Schiff. Es reicht mir hier. Es reicht mir. Ich will diesen Part jetzt wenigstens noch einigermaßen erfolgreich beenden. Ich meine, klar, ich habe dieses Rotzbike da irgendwo hingebracht, aber das... Nee. Natürlich könnte ich auch mal versuchen, das hier mit dem Ding hinzukriegen, mit so einem Fluggerät, aber warum soll ich mir das schwer machen? So finde ich es deutlich einfacher, wenn wir hier mit dem Hoverboard lang düsen. Das erscheint mir deutlich sinnvoller und wir haben es auch gerade erst vor dieser Mission bekommen, also auch das könnte ja was bedeuten, ne? Mindestens mal als Option. Nein, ich wollte das nicht loswerden, ich wollte so einen Trick machen. Wie war das denn? R1, okay. So, das hier ist das am weitesten abgelegene in die Richtung. Und von da aus muss ich dann wieder da links unter die Brücke zurück. Ja, wenn ich das Ding dann treffe. Sag mal, grrr, wenn ich so weitermache, bin ich gleich wieder bei derselben Zeit. So, mein Gott, passt doch. Und das erledigen wir jetzt auf jeden Fall noch. Wenn ich das jetzt noch verkacke, dann wahrscheinlich, weil ich in Minen reingerauscht bin. Jetzt sind wir direkt hier. Jetzt nehmen wir erstmal die hier mit, weil die waren ja auch etwas weiter entfernt vorhin. So, da hinten waren wir, genau. So, die beiden hier haben wir noch, glaube ich, noch gefehlt. Ja, doch. Das müssten die gewesen sein. Ja, okay, egal. Nur aktiviert, nicht getroffen. Nein! Ja, schön in die Gülle fahren. Freut der Jack sich bestimmt. So, okay. 8 Stück noch und die sind alle sehr nah beieinander. Das scheint doch erfreulich gut zu funktionieren diesmal. Ah, mein Gott. Also die Mission macht auch Spaß, wenn man weiß, wie es geht und was man überhaupt tun muss. Das Ärgerliche ist halt auch, dass diese Minen rot sind. Und die Dinger, die wir zerstören müssen, sind blau. Und ab im Icon ist ein rotes Ding, was wir zerstören müssen. Das mir irgendwie dann suggeriert, ich muss die roten Dinger zerstören. Ja, nee, ist aber nicht so. Ich muss die blauen Dinger zerstören und die roten schützen das. Es ist halt ein bisschen Kacke von der UI gemacht. Aber gut. Und wir haben schon nur noch 17 Sekunden. Was? Nein! Was soll denn der Scheiß? Und Leben habe ich auch nicht mehr so viel.
Jetzt müssen wir aber mal ein bisschen Gas geben. Bitte. Nein. So. Und ich lebe noch. Alter. Meine Jack, ich bin beeindruckt. Jetzt haben wir bestimmt endlich Ruhe vor diesen skrupellosen Crimson Gardisten. Wo soll denn das hinführen, wenn man noch nicht einmal ein paar Gardisten bestechen kann? Verfolgungsjagd in Sektor 4. Der kann nicht mehr mit seiner Verfolgungsjagd. Ja, wir können jetzt ganz... Achso, da ist es ja schon. Ich dachte irgendwie, das wäre noch weiter weg. Ja, gut. Ich schätze mal, wir können noch schnell mit dem reden auch, oder? Jetzt ist es auch egal hier. Jetzt ist es auch egal. Der Baron schickt seine Schläger, um mich zu schikanieren, hä? Körperverletzung, Steuerrückzahlungen. Jeder will was von mir abhaben. Oh je. Dein Glück, dass an dir genug dran ist. Diese Fracht im Hafen zu zerstören war wichtiger, als ihr glaubt, hä? Ich habe ein neues Projekt und kann niemanden gebrauchen, der in meinen Ladungen herumschnüffelt. Sagen wir mal so, wenn alles nach Plan läuft, gehören mir bald alle Metallschädel-Trophäen. Jedenfalls habe ich einen neuen Job für euch. Brute, ein Kollege, arbeitet mit mir im Zwangsarbeitsmarkt. Du meinst den Sklavenhandel? Freiheitsgeschädigt ist mir liebe. Die niedersten Arbeitskräfte der Stadt sind die Lurker. Bruder bezahlt mich gut für meine Hilfe, Lurker zu befreien und sicher aus der Stadt zu bringen. Ach, es erfreut mein Herz, den Bedürftigen zu helfen. Und ich bedarf seines Geldes. Lurker? Wir mögen keine Lurker. Aber ihr mögt Waffenbonusse, hä? Die Crimson Garde transportiert gerade 3 Lurker zu einem Projekt des Barons außerhalb der Stadt. Überfallt die Transporte und bringt die 3 Lurker zu Bruders Schmuckstand auf dem Bazar. Okay, haben wir jetzt eine neue Waffe? Ja. Ach, wir haben jetzt mehr Munitionskapazität. Ja, das ist gut. Beim nächsten Mal gucken wir mal, ob wir das irgendwie ausnutzen können. Bis dahin. Ciao.